zwei ungleiche Freunde. Weil wir so schön sind, so schade sind. Aloha, servus. Ach Gott, nee, was viel Leid. Die ist nicht da. Nee, das pack ich nicht. Ich geh jetzt wieder. Tschüss, Herr Präsident. Stopp, ich hab dir doch gesagt, ich bin in 5 Minuten da. Brauchst mich nicht jede halbe Stunde anzurufen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Kommst sowieso immer zu spät. Ich hab halt verschlafen und außerdem hat mich da draußen so ein komischer Typ mit einer Gita verfolgt. Hä, wieso denn das? Ich weiß auch nicht, ich habe auf der Straße einen Hut mit total viel Geld gefunden. Den habe ich mitgenommen, da war der Typ bestimmt voll neidisch auf mich. Gott sei Dank habe ich den Abhängig kennen. Aber Jana, wonach immer zu spät kommst, habe ich da was mitgebracht. Du gucke mo. Aber was denn das für ein Scheiß? War der Schmetterling zu dick, hat das Blümchen einen Knick. Findest du mich etwa zu dick oder was? Nee, warte mal, ich komm rum. Jetzt langmas, ich kündig dir die Freundschaft. Das war jetzt wirklich nicht schön. Jo, das war doch nicht ernst gemeint. Aber Jana, was wiegst du eigentlich? Das sag ich dir doch nicht. Komm bitte, 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 nur die ersten 3 Zahlen. Die ersten 3 Zahlen, du hast doch nicht mehr all. Jo, das war doch nur Spaß. Komm, nimm da 2 Stiel und setz dich, Zummer. Wenn du mein Mann wärst, steht da Giftgeber. Und wenn du meine Frau wärst, steht es freiwillig nimm. Aber mal was anderes, wie war es denn eigentlich bei der Führerscheinprüfung? Ich weiß auch, ich bin durchgefallen. Und warum bist du durchgefallen? Ich hab vergessen zu blinken, wie ich den Geisterfahrer überholt hab. Und hast du sie bestanden? Weiß nicht, Prüfer ist immer noch bewusstlos. Da fahren wir halt wieder mit dem Zug. Aber pass auf, dass nicht wieder keine Fahrkarte hast. Da kannst du mal sehen, wie viel Verspätung der Zug gehabt hat. Ajo, dem letzten bin ich auch mal wieder zu spät gekommen. Da bin ich mal im Zug hinterhergerannt. Sagt doch so ein Typ zu mir, na, den Zug verpasst. Dann hab ich gesagt, nee, ich jag ihn noch vor mir her. Das war ja mal wieder typisch für dich, ne? Aber mal was anderes, wie war's denn eigentlich beim Umzug? Ich weiß auch nicht. Irgendwie war das komisch. Die haben also blöd geguckt. Ich war aber halt der Einzige, der verklärt war. Alleine in die Kiste geschleppt. Das. Mal wieder typisch für dich, ne? Wie mit der Geschichte mit deiner Nachbarin. Entschuldigung, ich hab's halt falsch verstanden. Wissen hat die hat zu ihm gesagt, mein Name ist Britt, wie der Kleber, nur mit B. Wissen was der dann gesagt hat? Guten Tag, Frau Buhu. Aber Jana, ich weiß auch nicht, was im Moment los ist. Heute Nacht um 3 Uhr hat der überraschende Nachbar bei mir geklingelt. Mir ist vor Schreck fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Mach da nichts draus. Ich hab auch so komische Nachbarin. Die ist Lehrerin von einer Waldorfschule. Das ist doch aber nichts Schlimmes, oder? Das ist es auch nicht.
aber dem letzten habe ich eine Wespe im T-Shirt gehabt. Da hat mich die Waldorf-Lehrerin später gefragt, warum ich die Spongeschichte nicht fertig getanzt habe. Jana, weißt du eigentlich, mit was für große Aare dich der Waldorf-Lehrerin auch gedeht, wenn du es als erstes mit dem Metermaß ausmessen tätst und dann noch die Biotonne? Aber nach dem ganzen Stress, wo mir die letzte Zeit gehabt haben, sollte man doch mal wieder was unternehmen, oder? Nee, lass mal, mir geht's im Moment nicht so gut. Ich hab die Schnuppe. Oder wie mein Vater sagen tät, es geht zu end mit mir. Ah, du hast echt die härtsten Eltern, vor allem dein Vater, ne? Du hast recht, dem letzten habe ich gefragt, wo das Ding zum Grumbeerschäle ist. Und was hat er dann gesagt? Bei meinem Kaffee. Aber deine Mutter ist auch nicht besser mit dir sprich wie dein Vater. Ich erinnere mich noch an das Frühstück bei euch, wo es die Schäferelle gegeben hat. Das war schön. Aber was war denn da? Ah, da hat doch deine Mutter zu deinem Vater gesagt, Herr, du warst doch vor 9 Monaten mit deinem Freund Forelle angeln. Die Ehen Forelle hat auch gerufen, sie Leichball. Und die sind immer noch verheiratet. Also wenn ich immer verheiratet bin und ein Kind hab, heißt das Waldraut. Und wann sind du wert? Ja, dann wird's Waldraut halt schwer auf dem Schulhof, aber. Du hast noch nicht einmal eine Freundin. Du denkst schon an Hochzeit und Kinder. Darf man doch. Aber ich war demnächst in der Disco, hab versucht, sexy zu gucken. So wie du es mal gezeigt hast. Und? Hat's geklappt? Ah, Herr Uff, natürlich nicht. Die haben mich mit Verdacht auf Schlagerfall ins Krankenhaus gebracht. Ach, Janik, meine Mutter hat mir dem letzten guten Tipp gegeben. Wenn ich mal heirate, dann Soldat. Und warum ein Soldat und nicht ich? Weil der kann Bette machen, kochen, aufräumen und gehorchen. Das tät dir so passen, nur weil ich das nicht kann. Ach Janik, ich hab endlich einen Mann gefunden, der mich voll versteht. Und wer ist das? Mein Zahnarzt, der hat gesagt, ich brauche Kron. Aber was hast du an deinen Händen? Das riecht mich schon die ganze Zeit auf. Ich hab so bloß an den Händen vom Besenstiel. Warum nimmst du schon an das Fahrrad? Aber stell dich nicht so drauf. Ich hab einen Spreisel im Finger. Allein gucken euch das. Oh. Warum hörst du auch nicht auf, dich am Kopf zu kratzen? Unterschiedlicher können zwei Freunde nicht sein. Trotzdem halten wir zusammen und so muss es sein. Es grüßt Diana. Und der Janik mit dem Hengsching. Ahoi! Wir sind stolz, dass wir sie haben. Solche Jugend in der Bütt. Von uns wäre sie liebevoll, die beiden Fasnachtsküchliche genannt. Jana Scheurer. Und Janik Melzer vom Karnevalverein Böhler Hengsching. Hallo, auf Jana und Janik, drei Donnergewaltige. A, A, A und Ausmarsch. Mein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammen.